So. Auf zu Nordstedt. Und das finde ich halt auch cool. Es gibt halt wirklich Gebiete, die halt dann immer mal erweitert werden. Am Anfang fand ich das ja wirklich so, ist ja irgendwie mickrig hier, aber es wird halt wirklich größer. Vor allem, wo sind wir hier? Wir sind genau da, wo Kielbrück ist. Dieses, wo ich dachte, das ist eigentlich ganz klein. Dann gab es hier noch... Ja, und es grenzt ja noch an das hier. Und wir kommen ja dahin und dann... Wo geht's denn eigentlich da lang? Obwohl, da geht's ja auch gar nicht lang. Man kann hier überall hinreißen. Oh, guck mal, das Spiders. Ein Arachne.
Wilde Schokobus. Oh, hinter dem Wald ist bestimmt jetzt richtig geiles Gebiet hier. Eine Dragonette, was ist so ein... Was zum Geier ist eine... Heilige! Okay, das ist ein riesiges Gebiet. Wo ist mein Schokobo? Das sind wilde Schokobos. Egal! Hat jemand Hunger? Heute grill ich mir ein Schokobo. Okay, das war ein bisschen over. Noch eine gegrillte Antilope dazu. Schön filetiert. Was ist schrecklich? Oh!
Ja und? Was ist daran so schlimm? Erweitert sich jetzt meine Karte, wenn ich hier so lang laufe? Ah, doch jetzt. Ja und? Ist das nicht gut? Vielleicht kommt ein DLC, um das Level Cap dann zu erhöhen. $9.99 ist auch noch krass. Ich meine, hier ist das Level Cap 50, glaube ich, in Final Fantasy. Und auf 100 kann man dann mit New Game Plus gehen. Gibt bestimmt eine Trophäe für Level 100 hier in diesem Spiel. Ich denke mal, gerade bei solchen Gebieten wird man irgendwann Schokobo bekommen. Jetzt können wir auch hier lang, ne? Und das ist immer noch nicht alles. Es gibt hier noch mehr. Kommt doch mal her jetzt! Ja!
Ich will auch ein Schokobo. Hoffentlich nach den Missionen bekommen wir unseres. Vielleicht bekommen wir unser altes Schokobo. Machen wir es kurz. Nicht dein Tag! Kleift gleich wieder aggressiv. Von einem Bordell in Nordstedt habe ich schon gehört. Aber das war nördlich vom Grenzposten. Gib mir einen Schinken. Frisch. Heute Morgen gefangen in den Wassern der Gnade. Nordstedt. Tritt näher, nur keine Scheu. Oh Gott, die werden ja mal teurer. Victus behalte ich natürlich. Greifenzopf. Lodernder Klinge. Ah, ne. Mehr bekommst du dafür in der Hauptstadt auch nicht. Ist mir doch egal. Einen wunderhübschen Tag noch. Buchst du nur oder kaufst du was? Wir haben Rotweine, Weißweine. Wir haben das Recht, alle verbotenen Gegenstände zu beschlagnahmen.
dir einen Moment? Einen Moment? Glaubst du, dass du dir so viel Zeit mit mir leisten kannst? Träger? Mein Fehler. Nein, meiner. Wenn ich es mir recht überlege, riechst du nicht wie ein Träger. Dieser Duft. Otto wusste schon immer, wie man mich verwöhnt. Ganz im Gegensatz zu Sid. Denkst du, du kannst mich verwöhnen, Clive? Ihr seid Madame. Überlassen wir solch unpersönliche Anredeformen meinen gewöhnlichen Kunden. Für dich bin ich Isabel. Otto hat mir versichert, ich kann dir vertrauen. Das kann ich doch, oder? Natürlich könnt ihr das, aber warum solltet ihr... Dir helfen? Weil wir das nun mal tun. Vor langer Zeit war Sid der Einzige, der mir eine rettende Hand reichte. Das habe ich niemals vergessen. Ohne ihn wäre ich heute nicht, wer ich bin. Daher sehe ich zu, ebenfalls zu helfen, wenn ich es kann. Und so sind wir zwei hier. An der letzten großen Hürde. Zwischen dir und dem, was auch immer du in der Hauptstadt suchen magst. Ich bezweifle stark, dass ein Träger unversehrt an den Grenzwachen vorbeikommt. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, er ist in Begleitung seiner Besitzerin. Ja, so wird es bestimmt gehen. Doch im Gegenzug will ich auch etwas von dir. Halt, was? Die sind alle aus Dalmekia, sagst du? Frischer wird das Obst nicht mehr. Moment, was habt ihr vor? Na, na, na. Wir wollen doch nicht, dass jemand sieht, wie mein Eigentum rebelliert, oder? Dieses Brandmal macht mich zu niemandes Eigentum. Auch wenn ich es nicht verstecken kann. Bisher hat dieses Brandmal nichts getan, als dich auszubeuten. Doch heute gibt es dir zum ersten Mal etwas, das du willst. Spiel einfach mit. Madame, schon zurück zum Schleier? Aber natürlich. Schließlich muss ich mich auf deinen Besuch vorbereiten. Und wer ist das da? Meine neue Leibwache. Bei all den Valutern ist das Reisen für eine Frau viel zu gefährlich. Beneidenswerter Kerl. Du weißt ja, wo du deinen Neid befriedigen kannst. Wir sehen uns des Nachts. Halt! Stehen bleiben! Bist also ein dreckiger Träger. Hast Glück, dass du Madame gehörst. Geh mir aus den Augen, du Hund! Als Träger hat man dann doch teilweise Vorteile, wenn man die bestimmten Leute kennt, die einen mitnehmen können. Findet ihr ja? Und wenn die mich erkannt hätten? Haben sie aber nicht. Und selbst wenn doch, hätten sie nichts unternommen. Die Männer vom Grenzposten zählen zu meinen besten Stammkunden. Wir haben eine Übereinkunft. Genau wie du und ich. Also... Folge mir jetzt bitte. Wir reden im Schleier weiter. Sieht nicht so aus, als hätte ich eine andere Wahl.
Ne, ich glaube, ich kann mich hier nicht frei bewegen, oder? Und wenn jemand nach ihren Diensten verlangt, sagst du, dass sie erkältet ist. Madame, ihr seht prächtig aus. Danke, du auch, Liebes. Sollen wir euch ein Bad einlassen, Madame? Das wird nicht nötig sein. Clive, mein Liebster. Willkommen im Schleier. Aber da hinten ist ein... Da war ein... Komme ich da hin? Ich teste es mal. Schuften, um deine Kornspeicher zu füllen. Alter, Alter. Ganz schön riesig hier. Da gucke ich mich später um. Das ist mir jetzt so ein bisschen zu groß. Da gehe ich lang, wenn ich muss. Ihr geht. Dieser Markt ist ein regelrechter. Glaube niemand mit Ungeziefer mich. Dank euch konnte ich passieren, Milady. Ich stehe in eurer Schuld. Das war ja auch Sinn der Sache. Da müssen wir nämlich jetzt glauben. Und für dich bin ich Isabel. Was hat dich nur so verklemmt werden lassen? Mit Sicherheit nicht Sitzeinfluss. Und im Gegenzug? Was soll ich für euch tun? Ich will die anderen nicht warten lassen. Sid und das Mädchen sind noch nicht hier. Meine Leute bringen sie getrennt hierher. Otto hat mich gebeten, ihnen auch zu helfen. Doch zurück zu deiner Frage. Du sollst jemanden für mich finden. Eins meiner Mädchen. Tadjen wird seit mehreren Tagen vermisst. Sie hat keine Nachricht hinterlassen. Und ich fürchte um ihr Wohl. Ich suche bereits mein ganzes Leben nach Menschen. Bisher nicht gerade erfolgreich. Ich verlasse mich auf dich. Ach, und nimm das. Ihr Siegel, ha? Ein Zeichen meines Vertrauens. Ich hoffe, das wird reichen, um allzu neugierige Blicke von deinen rosigen Wangen abzulenken. So, ich habe nun etwas im eisernen Fass zu erledigen. Wenn du Neuigkeiten hast, findest du mich dort. Am besten höre ich mich hier zuerst um. So.